Heute geht es ja um die Ergebnisse meiner Kundinnen, was sie für sich erreicht haben, wo und an welcher Stelle, ja, habe ich sie abgeholt und letzten Endes, an welcher Stelle, sind sie zu mir ins Programm gekommen und was haben sie für sich erreicht und an welcher Stelle waren sie, wo sie sozusagen aus dem Programm rausgekommen sind oder in das Nachfolgeprogramm, in die Gipfelstürmerinnen reingegangen sind. Aber das ist ja eben das Ende der 6 Monate, die ich hier anbiete. Und das möchte ich gerne einfach mal teilen mit euch. Und das Ganze natürlich mit der Superkraft der Resilienz. Und es ist für mich aus dem Leben tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Denn Resilienz ist so, so elementar wichtig geworden für mich, für auch meine Kundinnen, die schon bei mir waren. Und eigentlich müsste das in der Schule gelehrt werden. Das wäre natürlich super klasse, weil dann hätten nachher auch, ich sag mal, die Jugendlichen auch eine ganz andere Vorstellung dessen, wie sie ihr Leben gut leben können, wie sie zielgerichtet vorgehen können, wie sie gut auf sich achten und mit ihrer Energie gut haushalten und so weiter. Also da gibt es, nur um wirklich mal die einfachsten Dinge zu nennen. Und ja, aber es ist nie zu spät. Wir können jederzeit daran arbeiten. Auch ich habe hier erst viel, viel später damit angefangen. Gestern in meiner Lebensgeschichte habe ich es ja erzählt, dass ich 2013 in so eine richtig schöne Krise reingeraten bin. Da habe ich von Resilienz noch nichts gehört. Aber ich hatte schon resiliente Faktoren. Und da bin ich im Nachhinein ganz stolz drauf. Ja, ich habe mal Kundinnenreisen mitgebracht. Und zwar habe ich natürlich nicht die echten Namen meiner Kundinnen genommen, aber die Altersklassen, die da stehen, die passen. Nämlich meine erste Kundin, oder von der ich heute Abend berichten möchte, die ist 58. Und wir haben uns ja vor 1,5 Jahren, glaube ich, miteinander auf den Weg gemacht. Und das war echt super klasse. Und sie hat unglaublich viel für sich erreicht. Also sie hatte eine super gute Funktion in einem großen Konzern und eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Und sie hat aber irgendwann das Gefühl gehabt, ja, das war gut, was bisher war. Aber sie hatte das Gefühl, sie ist ständig erschöpft. Also es laugt sie aus. Die Arbeit hat ihr zwar schon Spaß gemacht. Also es war eine Arbeit, die, sage ich mal, für sie auch ihrer Fachausbildung entsprochen hat. Und das hat ihr schon Spaß gemacht. Aber im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre ist es ein zu viel geworden. Und das hat sie mehr und mehr belastet. Und sie hat auch schon ein bisschen Stunden reduziert. Aber das hat im Grunde nicht so wahnsinnig viel geholfen. Es war einfach zu viel. Sie hat sich ständig erschöpft gefühlt und war immer mehr der Meinung, Mensch, ja, da muss noch was anderes sein. Da geht noch was anderes. Und wie kann ich da einen guten Weg für mich finden, um mein Leben so ein Stück weit in Balance zu bekommen? Also ich habe ja so für mich dieses Thema Work-Life-Balance, dieses Wort, das mag ich überhaupt nicht mehr. Ich habe das für mich als Arbeiten- und Wirken-Balance definiert, weil das trennt, Entschuldigung, Wirken und Ausruhen, so definiert, weil Work-Life, das trennt Arbeit vom Leben und das ist es ja nicht. Also für mich gehört Arbeit einfach zum Leben dazu. Und wenn Arbeit uns Spaß macht, dann ist es auch ein wunderbarer Teil des Lebens. Und das Wirken, was wir aber tun, ob wir das beruflich oder privat tun, das Wirken, wir haben ja überall Wirkungsfelder, davon dürfen wir uns immer mal ausruhen, um unsere Energie, das Fundament entsprechend zu stabilisieren, anzuheben und so richtig fest zu zementieren. Genau. Ja, und sie kam zu mir, wir haben dann auch natürlich die eine oder andere Übung gemacht und wir haben viel gemeinsam bearbeitet, wie sie mit der Situation besser umgehen kann. Das hat sie zunächst bearbeitet. Ob sie sich nochmal Stunden reduzieren soll. Und dann kam aber immer auch wieder mal der Wunschgedanke auf, so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, noch etwas ganz anderes zu machen. Also, na, sie hatte schon über 25 Jahre diese Tätigkeit ausgeübt. Hat sich natürlich auch da immer ein bisschen verbessert innerbetrieblich, aber irgendwie hatte sie dann nur gedacht, da kann noch was mehr kommen, ja, etwas fürs Herz, etwas so richtig schön Sinnstiftendes, etwas Soziales, etwas Gutes zu tun auch. Und das war so ihr Gedanke. Und
Ja, jetzt vor allen Dingen, wo sie auch noch, ich sag mal, gut im Saft steht, ja, mit 58 noch voller Tatendrang, topfit und ja, voller Elan. Und da darf man auch noch etwas anderes machen. Und so im Laufe des Coachings sind wir dann mehr und mehr dazu gekommen, dass es vielleicht auch anders gehen könnte. Und der Tod eines nahen Menschen hat sie dann wirklich zum Umdenken gebracht. Da haben wir sehr intensiv drüber gesprochen. Das hat sie sehr beschäftigt. Und letzten Endes hat sie da erst gemerkt, wo wir durch verschiedene, ich sag mal, Perspektivwechsel und genaues Hinschauen mal überlegt haben, okay, was fehlt ihr wirklich? Und dieser Einschnitt, der hat sie dann tatsächlich zum Umdenken gebracht, so nach dem Motto, ja, es kommt immer öfter der Gedanke, mein Job doch an den Nagel zu hängen, wirklich an den Nagel zu hängen, was ganz anderes zu machen. Und ja, natürlich war da erstmal eine Angst, naja, wenn ich den jetzt an den Nagel hänge, dann fehlt mir ja erstmal Einkommen, klar kann ich mich arbeitslos melden und so weiter, aber eigentlich will ich auch nicht in diese Agenturmühle rein, wo ich ständig etwas zugeschickt bekomme, wo ich gar nicht hin will und so weiter und so fort. Das sind so Gedankenkreise, die da immer sich gedreht haben und letzten Endes ja, diesen gut bezahlten, richtig gut bezahlten Job aufzugeben. Aber Geld ist nicht alles und das Mega-Einkommen oder das gute Einkommen, was sie hatte, ist auch nicht alles. Der Sinn und das Herz, was da dabei war, das stand immer mehr im Vordergrund. Und ja, was ist, wenn ich nichts mehr finde, wo ich mein Einkommen mit generieren kann? Aber wir haben das recht schnell auch wieder gedreht und wir haben dann auch ganz intensiv über ihre Werte gesprochen. Was ist ihr wichtig? Und da ist mehr und mehr rausgekommen. Das ist ja immer so ein Prozess. Sowas macht man ja nie von heute auf morgen. Und ja, was ist hier wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Und wir haben dann so durchgespielt, okay, was wären denn so ihre nächsten Schritte, wenn sie diesen Weg mal weitergehen würde? Also wir haben wirklich mal so ein bisschen rumgesponnen, in Anführungsstrichen. Wie könnte denn ihr Leben ausschauen, wenn sie ihren Job an den Nagel hängt? Was könnte da anstelle dieser Arbeit sein? Und ja, welche Schritte könnten denn jetzt die nächsten sein, die sie ein Stück weit dahin bringen? Ne? Also was müsste man klären? Was müsste nochmal in Erfahrung gebracht werden? Wo müsste man sich noch informieren? Das ganze Sozialversicherungsthema und so weiter, was da alles hinten dran hängt. Und dann, ja, also den Startpunkt haben wir beleuchtet und dann sind unglaublich viele Dinge ins Rollen gekommen, wo sie dann sich damit beschäftigt hat, wie geht denn tatsächlich der Ausstieg? Wie könnte er denn tatsächlich gehen? Das heißt, sie ist einen Schritt weiter gerückt in ihrem Denken und hat dann erste Gespräche geführt, ja, auch mit mal der Rentenversicherung, mit der Sozialversicherung. Dann hat sie auch mal ein Gespräch mit ihrer Vorgesetzten geführt und naja, mal so vorgefühlt, wie wäre das denn? Und naja, war natürlich auch der Gedanke, was denken die jetzt, wenn ich sage, ich gehe mit 58 hier aus dem Beruf raus, ne? Und aber die Bedenken, die waren völlig unnötig im Nachhinein, hat sie dann auch erzählt. Und denn ja, es das ist in einem solch großen Konzern sowieso gang und gäbe, dass da Leute irgendwo eine Auszeit, ein Jahr-Sabbatical oder sonst was machen und einfach früher aussteigen. Also sie ist auf vollstes Verständnis gestoßen. Natürlich wollte man nicht, dass sie geht, weil sie war eine gute Kraft. Aber man hat auch Verständnis aufgebracht für sie und ihren Wunsch respektiert. Und ja, dann ist es tatsächlich soweit gewesen. Es hat recht schnell geklappt. Und das hat sich eigentlich über 2-3 Monate nur hingezogen. Und ja, im letzten Herbst kam dann die Nachricht von ihr, ich habe es geschafft. Ich bin sozusagen mit meinem Unternehmen klar. Zum Ende des Jahres bin ich raus. Und dann bin ich wirklich, nehme ich wirklich Abschied, ein für alle Mal Abschied. Und ja, dann ist sie aus ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit ausgestiegen. Und sie war einfach nur mega glücklich. Sie hatte noch so ein bisschen Bedenken, naja, ob sie vielleicht doch ein bisschen wehmütig wird oder dreimal überlegt, war es doch die richtige Entscheidung, aber das war die allerbeste Entscheidung ihres Lebens. Das hat sie gesagt, sie hat es noch keine Sekunde bereut und sie ist einfach froh, dass sie es gemacht hat. Sie hat sich dann eine Auszeit genommen, um ferne Länder mal zu besuchen und wird jetzt dann in ihrem Tempo weitergehen, zu schauen, was kann sie tun, wie kann sie jetzt diese, ich sag mal, auch Einkommenslücke füllen, aber etwas mit Herz und sozialem Engagement mit reinzubringen. Und da werden wir dann auch noch in unserem weiteren Wachstumspaket noch zusammenarbeiten und schauen,
wie es für sie weitergehen kann und da auch ins Brainstorming gehen und überlegen, was sie tun kann. Und das macht mich unglaublich glücklich, solche Nachrichten zu bekommen von meinen Kundinnen, wenn sie sagen, hey, ich habe es geschafft und super, dass wir zusammengearbeitet haben. Und alleine ist sowas ja schon natürlich auch machbar, aber da fehlt es vielleicht manchmal ein bisschen an Reflexion und nochmal Perspektivwechsel und nochmal von der anderen Seite betrachten und nochmal so reingehen in diese Themen. Und ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr für Sie und das war eine absolut grandiose Zusammenarbeit auch. Und das ist für mich immer das Allerschönste, wenn meine Kundinnen dann sagen, hey, ich habe es geschafft und danke, dass du mich da begleitet hast, weil allein hätte ich das nicht wirklich geschafft. Und das macht mich unglaublich glücklich, weil meine Mission ist es ja, allen Frauen da draußen, ja, diese zu ermutigen und zu ermuntern und zu unterstützen, dabei an sich selbst zu glauben und ja, diese Gedanken, die sich da drehen, ach, es geht nicht, weil der spielt nicht mit und was denken die Leute und das kann ich doch nicht machen und so. Alles, was wir da so oben drehen in unserem Köpfchen, das zu lösen, diesen Knoten zu lösen in dieser Lebensmittelschleife und zu sagen, okay, ich mache aus diesem Knoten ein Band und das ist mein roter Faden durch mein Leben, dass ich so gestalte, wie ich mir das auch wünsche und so, dass ich mich wohlfühle. Ich habe nur ein Leben. Ja, das war Alexandra. Mit ihren 58 Jahren, natürlich sind auch die Bilder nicht, die habe ich natürlich schön aus Canva rausgesucht, aber die passen natürlich so schön zu dem, was die Frauen auch so letzten Endes ausmacht. Ja, als nächstes, oder vielleicht gibt es Fragen, vielleicht machen wir es doch so, welche Fragen gibt es vielleicht an eurer Stelle? Ich gucke mal gerade schnell noch auch in Facebook, ob es da noch Wortmeldungen gibt. So, das ist im Moment nicht der Fall. Ja, liebe Heidrun, wenn du Fragen hast, stell sie gerne, schreib sie gerne in den Chat hinein, wo du etwas zu wissen möchtest oder genau, das interessiert mich natürlich immer sehr. Im Moment nicht. Ja, dann würde ich sagen, lass uns weiterspringen zur nächsten Kundin. Und zwar ist es die Ute. Ute ist 50 geworden, ganz frisch. Ute war über 20 Jahre selbstständig im Textilbereich und hat den Betrieb mehr oder weniger von ihrer Familie übernommen. Und ja, sie hat sie weitergeführt und im gleichen Sinne und auch in der gleichen Aktivität, im gleichen Umfang, hat aber in den letzten Jahren immer mehr gespürt, vermehrt gespürt, dass ihr das gar keine Freude mehr macht. Und ja, sie fühlt sich immer unwohler damit und das ist nach und nach in eine richtige Unzufriedenheit hinein gemündet und dann auch so richtige Frust- und Erschöpfungssituationen, weil hinzu kam, da ja ihr Papa, der ihr das Unternehmen praktisch überschrieben hat, ja, sie Angst hatte oder Bedenken hatte, dass sie da letzten Endes ihm vor den Kopf stößt, wenn sie sagt, hier, ich verkaufe das Unternehmen und gebe es auf und führe es nicht weiter, was du halt aufgebaut hast. Und das ist natürlich ein großer Punkt gewesen. Aber den hat sie dann recht schnell auch klären können und auch da eine gute Einigkeit mit der Familie finden können für sich, dass sie da auch im Frieden mit sich war, das aufzugeben. Und alle haben ihr dann aber auch angemerkt, dass sie sich nicht wohlfühlt und es doch am allerbesten wäre, wenn sie etwas anderes machen würde. Ja, die Frage war natürlich, was? Ja, zumal sie, ich sag mal, in diesem Bereich Fachfrau war und in welchen Bereich gehe ich dann jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, und natürlich wollte sie auch gerne wieder in die Selbstständigkeit, weil wenn man einmal selbstständig ist, will man das eigentlich nie wieder aufgeben, weil man hat halt schon auch viel, viel mehr, ich sag mal, Flexibilität. Ja, dafür sitzt man halt eben auch mal, wie ich jetzt um 8 Uhr noch am Rechner abends, dafür kann ich über Tag irgendwas machen, mit dem Hund Gassi gehen oder irgendetwas Privates erledigen. Also von daher ist das alles gut, aber sie wollte unbedingt in die Selbstständigkeit wieder reingehen. Aber das war eben genau der Punkt, dieser Frust, diese massive Erschöpfung und diese, ich kann nicht mehr weitermachen, ich brauche etwas anderes in meinem Leben, ich gehe daran kaputt, wenn ich da weitermache. Ja, das war der Punkt, an dem sie zu mir kam und wir haben dann erstmal herausgearbeitet, warum gab es denn überhaupt so diese Widerstände, dieses Unternehmen weiterzuführen, diese Arbeit zu machen. Und das haben wir dann auch geklärt für sie.
Das war dann auch alles klar und gut. Und dann kam natürlich gleich die Frage, na ja, was mache ich denn jetzt aber? Ne? Also das war dann so ein Prozess. Der Prozess wurde dann in die Wege geleitet, hat sich über mehrere Monate hingezogen, weil es wollte erstmal ein Käufer gefunden werden. Dann gab es Gesprächsverhandlungen, bis dann der Vertrag fertig war und dann noch verschiedene Themen, die letzten Endes auch dann noch insgesamt geklärt werden wollten mit Sozialversicherung und Gewerbeabmeldung und so weiter. Da hängt ja immer ein ganzer Rattenschwanz dran. Ja, und aber als sie dann sich entschieden hat, und das war der Knackpunkt, na, erst kann ich das machen, geht das und kriege ich das überhaupt hin? Und dann der Knackpunkt, ich entscheide mich, es zu verkaufen. Und das hat sie dann gemacht und hatte dann Unterstützung vom Vater und auch von ihrem Bruder, der mit im Unternehmen war. Ja, und dann ging es auch so, ne? Einmal den Schritt oder die Entscheidung getroffen und dann versucht abzuklären und dann war das gar nicht so komplex und umfangreich, wie sie sich das vielleicht vorher vorgestellt hatte. Also so ein Riesenberg, der vor ihr war. Und ja, dann gingen wir, wie gesagt, dran zu überlegen, was könnte sie denn tun? Und sie hat schon immer unglaublich gern mit Tieren gearbeitet, hat auch selbst Tiere. Und dann war ganz schnell klar, das hat sich irgendwie, ich glaube, in zwei Terminen haben wir das rausgearbeitet. Was macht sie in Zukunft? Und sie wird oder sie hat dann jetzt eine umfangreiche Ausbildung, auch eine therapeutische Ausbildung angefangen, im Bereich mit Tieren zu arbeiten. Und sie ist Feuer und Flamme, hat vorher noch so ein bisschen Bedenken gehabt, ach nee, hoffentlich ist das nicht so kompliziert und ne, so ein medizinischer Bereich, kann ich das überhaupt und so weiter. Und sie schreibt mir ständig, dass sie immer nur Einsen hat in ihren Arbeiten, in ihren Hausarbeiten, in ihren Projektarbeiten, die sie macht. Und dann sage ich, hey, grandios. Und da sieht man mal wieder, wie viel Spaß es machen kann, wenn man etwas lernt, was einem richtig, richtig Freude macht und motiviert. Dann geht da nämlich auch alles Mögliche noch ins Köpfchen rein. Ja, und eben durch einen kleinen Impuls hat es eben dann Zoom gemacht und dann war alles völlig klar, dass sie den Weg weitergeht in der Selbstständigkeit, wo sie weiter selbst gestalten kann. Und sie hat da schon unglaublich viel. Na, sie sieht schon ihre Praxis vor sich und wir arbeiten dann natürlich auch mit Visualisierung. Und das ist einfach super klasse. Sie ist damit Feuereifer dabei und schreibt mir auch immer wieder, dass es einfach grandios ist und sie sehr, sehr dankbar ist, dass wir auch beide diesen Weg zusammengegangen sind. Und sie ist jetzt auch wieder ein ganz anderer Mensch. Sie hat ein Strahlen. Also es ist unfassbar, was da im Wechsel stattgefunden hat. Und voller Lebenskraft und Elan und voll motiviert, da wieder durchzustarten, um mit 50 noch eine Ausbildung anzufangen, wo viele andere sagen, mit 50 kann ich das noch, geht das noch? Ja, es geht. Es geht, es geht, es geht. Ja. Also ich drücke auch da weiter die Daumen und die Prüfung wird Ende diesen Jahres wohl sein. Und ich bin ganz sicher, das ist auch eine glatte Eins, die da rauskommt. Und dann geht es weiter. Vorher schon mit Praxisgründung, da werden wir auch ein bisschen zusammen recherchieren und kreieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das war Ute. Gibt es Fragen zu den Themen, die wir besprochen haben, die wir da letzten Endes uns angeschaut haben? Legt euch da etwas an dem Herzen, was ihr euch da vielleicht noch interessiert, wie wir das gemacht haben. Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Ja, dann würde ich sagen, wenn es keine Fragen gibt, wir haben am Ende auch noch mal Raum für Fragen, dann machen wir mal weiter. Weiter geht's mit Martina. Martina ist 61 geworden und Martina kam zu mir an einem Punkt, wo sie absolut eine riesengroße Erschöpfung hatte, dadurch, dass sie ihrem Körper sich eine dauerhafte physische und psychische Überforderung zugemutet hat. Immer funktioniert, immer im Funktionalitätsrat gewesen, immer für alle anderen alles recht gemacht und hat sich selbst dabei ja fast aufgegeben. Ja, beruflich und privat hat sie nur noch für andere gesorgt und irgendwann gemerkt, hey, das geht gerade gar nicht mehr. Sie konnte sich selbst nicht mehr wahrnehmen und konnte sich nicht mehr spüren. Konnte das Leben um sich herum nicht mehr spüren. Und ja, geschweige denn, es überhaupt genießen, das war gar nicht mehr möglich. Und der Höhepunkt kam dann im Januar 2022. Da hatte ich dann gerade Ende Januar voriges Jahr meine Durchstarterinnen-Tage. Und da hat sie teilgenommen, mal reingeschnuppert. Und
da haben wir recht schnell gemerkt, dass sie da auch brennt dafür, etwas zu ändern. Und sie hat so eine richtige, ja, trotz der Erschöpfung, sie hat gesagt, sie ist an einem Wendepunkt und der ist jetzt da und ich muss jetzt etwas tun, sonst geht das nicht gut aus. Ja, und wie sie so schön wirklich O-Ton geschrieben hat, mir in einem Feedback, was auch auf meiner Homepage zu finden ist, da kam der rettende Engel in Form von Sandra mit dem Resilienzseminar. Also da war ich ganz berührt, als sie das geschrieben hat. Und sie hat da ihre Chance gesehen, ihrem Alltag eine Wende zu geben. Und ihr persönlicher Wendepunkt war das. Das sagt sie ganz, ganz oft, immer wieder. Und ihr Ziel war, wieder Lebensqualität zu bekommen, Selbstbestimmung, weil sie war einfach total fremdbestimmt durch Familie, durch Beruf. Und ja, ganz, ganz schwierig. Muss gerade mal schauen, mein Hund sitzt da hinten. Ja, und daher war das ihr Ziel, das sie mir genannt hat. Und wir haben durch verschiedene Perspektivwechsel, durch verschiedene Fragestellungen, erstmal das Lebenskraftfundament auch wieder aufzubauen, ist es ihr erstmal gelungen, ein Stück weit aus einer anderen Brille auf die Dinge zu gucken, ein wenig Distanz da überhaupt reinzubringen, die Wichtigkeit aus den Dingen zu nehmen. Ne? Dadurch, dass wir uns, wenn wir perfektionistisch auch veranlagt sind, uns so, ja, da so reinsteigern manchmal. Ne? Das kennst du vielleicht. Ja, da ist es ihr gar nicht mehr gelungen, irgendwo Selbstmöglichkeiten der Lösung zu finden. Ja? Und da auch ihre Kraft wieder ein bisschen zu stärken und aus diesem Tal ein wenig herauszukommen, weil das ist immer die Grundvoraussetzung. Und für sie war es ganz wichtig, auch nochmal sich selbst in den Fokus zu nehmen. Gut für sich wirklich zu sorgen, immer, ständig, jeden Tag, weil nur dann kann sie auch für alle anderen, da war zum Beispiel ihr Vater, um den sie sich gekümmert hat, ja, und noch andere Familienmitglieder, die auch krank waren, wo sie auch immer sich gekümmert hat. Sie hat einen Fulltime-Job und also es ist echt der helle Wahnsinn, was sie alles gemacht hat und wie sie sich aufgerieben hat und für alle anderen alles gut machen wollte. Aber sie hat sich dabei einfach vergessen und verloren. Ja, und nur dadurch ist es eben wichtig, dass sie Kraft hat und aufbaut und dass sie etwas davon abgeben kann und auch alles insgesamt gut zu meistern. Ja, sie hat losgelassen und durch, wie sie sagt, ihr bewusstes Betrachten von verschiedenen Situationen auch zu erkennen, was nicht änderbar ist und nicht in den Widerstand weiterzugehen, sondern es zu akzeptieren, dass es nicht änderbar ist und eine Lösung zu finden, entweder damit umzugehen oder etwas aus ihrem Leben zu lassen, loszulassen. Das hat sie auch gemacht. Ja, und die Wichtigkeit aus einigem herauszunehmen. Wir geben den Dingen oft so viel Wichtigkeit, die vielleicht gar nicht unbedingt angebracht ist. Von daher dürfen wir da auch immer mal hingucken. Und sie hat für sich ihren Reset-Knopf gefunden, den sie dann wirklich immer mal gedrückt hat, um sich zurückzunehmen. Wenn sie merkte, sie ist in so einer Situation, oh, jetzt ist wieder gerade turbulent und rauscht alles an mir vorbei, Stopp und Reset-Knopf drücken und dann wieder mal überlegen und durchatmen. Und dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf die Sache drauf zu gucken. Und wie sagt sie so schön, es gibt für sie keine Probleme mehr, es gibt Herausforderungen nur noch. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Und ja, sie hat mir auch einen ganz wunderbaren Text geschrieben nochmal, den habe ich hier auch nochmal mitgebracht, was sie über die Zusammenarbeit mit mir auch nochmal sagt, dass sie der Meinung ist, sehr aufmerksam und einfühlsame Art von mir ist einzigartig und das ist natürlich für mich, da bin ich immer sehr, sehr, sehr berührt und weil mich das ja so antreibt, dieses Thema den Frauen zu helfen, ist natürlich das ein ganz, ganz wunderbares Feedback für mich und da freue ich mich immer sehr, sehr, wenn ich etwas solch Liebevolles und Nettes und Wertschätzendes auch zurückbekomme an Feedback und einfach weiß, dass ich mit den Frauen so viel bewegt habe, ihre eigene persönliche Lösung zu finden. Und das ist es immer. Ich kann Samen sehen, ich kann Pflänzchen pflanzen gemeinsam. Das Wachsen und Gießen und Pflegen, das ist immer die Eigenverantwortung von jedem. Aber es gibt eine Anleitung und es gibt eine Begleitung und es gibt ein liebevolles An die Hand nehmen von meiner Seite. Und das ist das, was dann das Dranbleiben nachher unglaublich erleichtert, weil wenn man etwas in seinem Leben verändert, gibt es auch Tage, wo man zwischendurch denkt, oh, jetzt bin ich gerade irgendwie ganz, ja, es ist natürlich auch mal ein bisschen Arbeit und manchmal kommt man an Punkte, wo es dann gerade in dem Moment nicht weiterzugehen scheint
Und dann braucht es auch nochmal so einen kleinen liebevollen Stupser, der einen dann auch weiterhilft und weiterbringt und nochmal daran erinnert, was wollte ich denn eigentlich? Was war denn mein Ziel, hier hereingekommen zu sein, dieses Programm mitzumachen? Und ja, das ist meine Berufung und meine Mission. Das sind jetzt drei Beispiele von meinen Kundinnen und Klienten. Und in der Tat ist es wirklich so, ich habe einige Frauen, die tatsächlich ihren Job gewechselt haben, an den Nagel gehängt haben, reduziert haben. Also das ist etwas, was wir da ganz oft herausgearbeitet haben. Denn um da wieder Lebensqualität zu schaffen, denn Geld ist nicht alles. Es geht mehr um das Leben in dem Leben. Natürlich brauchen wir ein Dach über dem Kopf, wir brauchen was zu trinken, was zu essen, ein Auto, Kleidung, wir brauchen das alles. Wenn wir uns aber mal die maßlose Bedürfnispyramide anschauen, ja, da sind ganz unten in der Pyramide die großen Balken eben die existenziellen Bedürfnisse, also Nahrung, Kleidung, Wohnen und so weiter. Ja, und dann kann man schauen, was man darüber noch mehr braucht. Natürlich braucht es auch eine Sicherheit, eine finanzielle, ganz klar. Aber da immer schauen, wenn ich 85 bin oder 90 oder 100 und ich liege in meinem vielleicht Sterbebett und denke auf mein Leben zurück, und wäre es dann nicht schön zu sagen, hey, das war ein richtig, richtig cooles Leben. Ich habe das gut gelebt. Ich habe es mit vielen tollen Begegnungen, mit vielen tollen Momenten gespickt und habe viel Gutes getan, habe viel Gutes erfahren. Es ist immer ein Geben und Bekommen. Und es wird auch Tage geben, wo mal negative Nachrichten reinkommen. Ist ganz klar. Ja, liebe Menschen gehen von uns oder es gibt Trennungen, es gibt Krankheiten, was auch immer. Aber wichtig ist, sich zu stärken, mental zu stärken, um diesen Herausforderungen immer gut begegnen zu können. Ja, das sagen meine lieben Kundinnen.